Programmzeitschrift. Und hier kommt ihr Flirt und Fun-Faktor. Hier ist Pierre. Wunderschönen guten Abend. Dankeschön. Merci. Vielen Dank. Herzlich willkommen. Dankeschön. Dankeschön. Hallo und herzlich willkommen heute Abend bei Herzblatt. Sind wir doch mal ehrlich, es gibt da so eine Zeit in unserem Leben, an die wir uns als Erwachsene ganz gerne mal zurückerinnern. Und zwar ist das die gute alte Schulzeit. Gut, bei dem einen dauert sie etwas länger, bei dem anderen etwas kürzer. Der eine raucht schon in der vierten Klasse, weil er gerade 16 wurde. Und der andere ist noch heute stolz auf sein kleines Abitur, sprich auf 9 Jahre Volksschule und den kleinen Tanzkurs. Schade ist eigentlich nur, dass sich nach der Schulzeit viele Wege getrennt haben. Umso mehr freut es mich, dass ich heute Abend hier im Herzblattstudio ein kleines Klassentreffen feiern darf. Und zwar begrüße ich meine ehemalige Lehrerin, Frau Piesendl, und meine alte Klasse aus Bad Elster. Frau Piesendl, ja? Können Sie sich eigentlich noch an mich erinnern? Aber sicher. Ja? Na, ganz genau. Was war ich so für ein Schüler? Na, also, guter Schüler. Ja? Und ich weiß... Dankeschön. Ja. Ich weiß, Sie haben heute ein Klassenfoto mitgebracht. Und aha, ich wollte es noch verhindern bis kurz vor der Sendung, aber ich konnte nichts machen gegen euch. Ja, dankeschön. Ach, nein. Entschuldigen, das war tief in den 80ern. Aha. Frau Piesendl, können Sie sich auch noch daran erinnern, dass Sie mir einmal eine 5 gegeben haben, weil ich im Heimatkundebuch abgeschrieben habe? Ja. Wissen Sie auch noch? Schade. Ich dachte, Sie hätten es vergessen. Nee, sowas vergisst man nicht so schnell. Sind Sie eigentlich noch Single? Nee. Nicht? Nee. Das ist schade, wir haben nämlich demnächst eine Seniorenrunde, hätte ich Sie gerne eingeladen. Nee. Aber gut, macht nichts. Trotzdem schön, dass ihr da seid. Klasse fand letzte Woche auch Jens seine Olivia, als er sie hier an dieser Stelle zu seinem Herzblatt erwählte. Hier ist dein Herzblatt! Hallo! Und hier sind sie auch nochmal. Ich sage Hello again zu Olivia und Jens! Olivia aus München, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Sängerin, Schülerin, Politikerin. Aber ich sehe, du hast heute die Farbe deiner Kleidung deiner Partei angepasst. Also, schwarz bin ich dann doch noch nicht. Und Jens aus Kassel, du hast zumindest in 3 Jahren Studium gelernt, zu lügen, ohne rot zu werden. Ein bisschen mehr schon, ja. Wo seid ihr gewesen? In Gröbming in der Steiermark. Und dass die beiden dort mit allem anderen zu kämpfen hatten als mit Berührungsängsten, das sehen wir jetzt. Wie so eine Schlange, die so eine Maus betäuben will. Schau mal ihre Augen, das ist gefährlich.
lustig, oder? Ja. So ganz nach dem Motto, ein Küsschen in Ehren kann keiner verwehren, ging das die ganze Zeit so weiter? Ey, was hast du gegen Küsse? Ja, ich nicht, aber hat er was dagegen? Niemand was dagegen. Du auch nicht, oder? Hm? Und ihr habt doch eine neue Fremdsprache gelernt, das Anglerlatein. Hey, warte mal, wir haben so, also ich habe so einen großen Fisch gefangen. Nein, ihr Fisch war nur so groß, aber meiner war so groß. Er kann sogar lügen, ohne rot zu werden. Ob Jens sich auch seine Olivia angeln konnte, das sehen wir gleich, denn wie immer haben wir auch die beiden getrennt voneinander befragt. Also ich hoffe, Jens hat von mir natürlich nur einen sehr guten Eindruck. Ja, Olivia sieht schon aus wie so ein kleines süßes Mäuschen, aber... Das ist sie nicht. Eigentlich kann sie auch auf der anderen Seite voll so eine Raubkatze sein. Und die kann austeilen, treten, schlagen. Das hat die keine Probleme mit. Die kennt da keine Grenzen. Jens ist auf jeden Fall zarter beseitet als ich. Das könnten schon diverse Leute überhaupt nicht sein, Softie. Weil ich manchmal zu freundlich bin. Nee, Softie ist zu krass ausgedrückt. Er steht schon seinen Mann. Bring mir ein Bier mit. Hol mir mal ein Bier hoch. Der Jens ist als Fun-Faktor wirklich toll. Natürlich haben wir geflirtet. Jens hat bestimmt gefühlt, dass ich ihn sehr gerne mag. Taten sind manchmal ausdrucksstärker als irgendwelche Worte, glaube ich. Jens lag bei der Autofahrt auf meinem Schoß, das ist richtig. Und habe ich mal schön entspannt. Bei einer netten Nackenmassage. Hat Olivia getan, ohne dass ich sie gebeten habe. Gekitzelt habe ich ihn auch. Nee, ich hab gedacht, ja, die Frau, die will mir jetzt, ja, keine Ahnung, ans Fell. Die Muskeln fehlen nicht bei ihm. Ja, er hat einen schönen muskulösen Körper. Ich habe das bestimmt gesagt, aber auf jeden Fall habe ich es gedacht, so, ich dachte so, wow, die hat ja richtig schöne grüne Augen. Jens hat wirklich einen tollen Po. Olivia ist total arschfixiert. Männer freuen sich doch auch über Komplimente. Genau wie Frauen sich über Komplimente freuen. Und wenn ich was finde, dann sage ich das halt auch. Olivia hat mir auch, glaube ich, irgendwann mal einen Arsch gepackt. Ist mir nicht entgangen. Jens ist da so ein bisschen zurückhaltend. Wenn Olivia meint, sie hätte behauptet, ich hätte einen schönen Po, dann wird das schon sein. So was sagen viele Frauen, da kann ich mich nicht an den Film erinnern. Er weiß genau, wovon er spricht. Jens. Hast du sie auch mal am Hintern oder am Arm gepackt? Ja, war durchaus erlaubt. Hast du nichts dagegen gehabt? Naja, so direkt dann doch wieder nicht. Ich wünsche euch jedenfalls alles Gute. Als kleines Andenken bekommt ihr von mir noch unsere neue Herzblatt-CD. Denn wie heißt sie so schön? An meine Haut kommt nur Herzblatt. Und CD. Danke, dass ihr da wart. Dankeschön. Und auf geht's in die erste Runde. Wir begrüßen heute Abend Jennifer, Mariana und Annika. Wenn du dich bitte vorstellst. Ja, ich bin Jennifer, ich komme aus Köln und ich studiere da Jura. Macht dir das Spaß? Nee, eigentlich finde ich das ziemlich zum Kotzen. Und wieso ich das mache, weiß ich auch gar nicht mehr genau. Ich bin da irgendwie zugekommen wie die Jungfrau zum Kinde sozusagen. Aha. Nämlich über ein Losverfahren. Das müsstest du ja eigentlich kennen, denn du hast auch mal Jura gemacht. Hab ich auch mal gemacht, genau. Ja, und ich mache das eigentlich nur noch, weil ich schweinereich werden will, um mir mal so eine Insel zu kaufen irgendwo oder so. Dir stand aber trotzdem schon mal das Wasser fast bis zum Hals. Ja, das war mal in einem Urlaub. Da war ich in Thailand und da sind wir in die Regenzeit reingeraten. Und da ging halt draußen gar nichts mehr, weil die Straßen völlig überflutet waren. Und da haben wir uns halt so ein Hotel verbunkert und sind da halt eine Woche nicht mehr rausgekommen. Und die ersten zwei Tage war es dann auch so richtig Adventure-like, ne? Was habt ihr dann gemacht? Gelesen, solange es Licht noch gab. Ja, und dann hatten wir halt auch keinen Strom mehr und kein Wasser mehr. Und was für mich halt total schlimm ist, wir hatten nichts zu essen mehr, weil ich muss halt dauernd irgendwas essen, so. Was die Männer betrifft, bist du wahrscheinlich noch nicht gesättigt. Dein Traummann, wie soll der aussehen? Mein Traummann, also intelligenter war schon sein, ne? Wenn er witzig ist, hat er mich schon quasi so erobert. Und früher stand ich halt auf so langhaarige Bombenleger. Irgendwie. So wie ich. Also circa. Ungefähr. Aber nee, da lasse ich mich jetzt auch gern von was anderem überzeugen. So. Da. Okay, ja. Dankeschön. Stell dich bitte vor. Hallo.
bin die Marianne, ich komme aus Baden-Powin und ich bin Büroangestellte. In welcher Branche bist du da tätig? Hygieneartikel. Was macht ihr da so für Produkte? Wir haben so elektronische Toilettendeckel, die sich nach jeder Spülung selber reinigen. Und dann diese Air-Control-Spender, das sind diese Duftspender bei den Türen, die leider Gottes auch dann meistens den Kunden ins Gesicht spritzen und das haut eigentlich nicht wirklich so hin. Diverse Seifen- und Klopapierprodukte, ja. Und das macht dir richtig Spaß? Ja, eigentlich schon. Eigentlich schon? Eigentlich schon, ja. Ansonsten hast du eine recht lebhafte Fantasie. Ja, ich schreibe romantische genauso wie erotische Geschichten. Mm. Und ja. Gut, Marianne, wir sind zwar im Vorabendprogramm, aber ich würde dich bitten um eine kleine Leseprobe. Ich liege da in einem Zimmer mit gedämpftem Licht, leise Musik, rote Unterwäsche und ein Gefühl zum Wahnsinnigwerden. Plötzlich stehst du vor mir, deine Stimme bringt mich zum Zittern. Ich küsse dich, spiele zärtlich mit deiner Zunge, gleite langsam deinen Hals hinunter und mache Halt bei deinem braun gebrannten, fiebrigen Oberkörper. Das Spiel steigert sich, ich bezeichne es Vulkan der Lust, unaufhaltbar. Ich bettle, ich flehe, schreie dich an und sehe ein Lächeln in deinem Gesicht. Auch ich lächle. Auch das nächste Mal, wenn wir uns wiedersehen. Gibt es irgendwas, was dich so richtig nervt? Ja, also mich nerven Typen, die mich stundenlang über irgendein sinnloses Thema bequatschen. Zum Beispiel, wieso der andere heute eine graue Hose anhat. Und total unmotiviert 2-3 Stunden in einem Lokal sitzen. Also das ist voll nicht meins. Wenn ich weg bin, dann voll auf Gas und Action und so. Dein Traummann, sollte der eher ein Österreicher sein oder schon eher der internationale Typ? Ja, schon Österreicher, aber Harrison Ford nicht wirklich. Groß, dunkle Haare, vielleicht blaue Augen, gut gebaut. Okay, dankeschön. Ja, würde ich sagen, machen wir weiter mit dir. Ich bin die Annika aus Marburg und ich studiere Medienwissenschaften und Grafik und Malerei. Nebenbei arbeite ich als Grafikerin in einer Werbeagentur. Bleibt dir da überhaupt noch Zeit für irgendwas anderes, oder? Ja, der Tag hat bekanntlich 48 Stunden, als Werber sowieso. Und ich treibe sehr viel Sport, Surfen, Skifahren, je nach Saison. Außerdem Paragliden sehr gerne, suche auch noch einen Sponsor. Darüber hinaus Taekwondo und alle anderen gefährlichen Sportarten. Und ein sehr großes Hobby von mir ist das Singen. Du hast da schon eine eigene CD aufgenommen? Ja, mit meiner Band zusammen und wir haben einen Wettbewerb gewonnen, einen Rheinland-Pfalz-Ausscheid von SWF3 damals noch und darauf sind wir ziemlich stolz gewesen. Ich würde sagen, das sind die besten Voraussetzungen. Hast du vielleicht Lust, uns ein kleines Stück zu singen? Ich habe mich breitschlagen lassen, ja. Aber nur unter der Bedingung, dass wirklich alle mitklatschen, wenn es denn passt. Da bin ich mir sicher. Also Janis Joplin, Mercedes-Benz. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? My friends are all right for she's and must make amends. Retired all my lifetime, no help from my friends. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? Das neue Cover für eure CD hast du schon fotografieren lassen, ist das richtig? Ja, du sagtest im Vorabendprogramm, aber ja, ich habe ein paar Aktaufnahmen gemacht. Ah, sehr schön. Ja, nackter am nacktesten oder so. Der Traummann vielleicht noch, wie sollte der aussehen? Auf ein Aussehen habe ich mich nicht spezialisiert. Mhm. Es kommt mir viel mehr, so tragisch wie das anhört, auf die inneren Werte an. Mhm. Aber tatsächlich ist es so, dass er meine Verrücktheiten mit aushalten muss, dass er spontan sein muss und dass ich halt nicht so eine lahme Gurke irgendwie mag. Okay, dankeschön! Jura, erotische Literatur und Musik. Also eine Runde, die recht erotisch singt. Ich bitte um die Wand. Und freuen Sie sich jetzt auf einen Mann aus den Bergen, genauer gesagt vom Betzenberg. Hier kommt Kai aus Kaiserslautern. Kai, was machst du beruflich? Ich bin haupt- und nebenberuflich Student, studiere Architektur.
im 8. Semester in Kaiserslautern und hoffe da bald fertig zu sein. Wie finanzierst du dir dein Studium? Ich jobbe in einem Café, arbeite da als Bedienung sozusagen. Da bist du auch, glaube ich, sehr erfolgreich. Du wurdest zur zweitfreundlichsten Bedienung aus Kaiserslautern gewählt. Ja, das war jetzt im Sommer. Da hat die hiesige Zeitung in Kaiserslautern eine Umfrage gestartet. Das war just in diesem Moment, wo ich ziemlich lange im Sommerurlaub war. Und als ich zurückkam, habe ich dann erfahren, dass ich wohl zur zweitnettesten Bedienung gewählt wurde. Kann es jetzt nicht so nachvollziehen, aber naja, ich habe mich trotzdem gefreut drüber. Kai, vor was hast du eigentlich am meisten Angst? Also die meiste Angst habe ich eigentlich vor der Höhe, habe extreme Höhenangst, also so Barhocker und mit dem Podest hier, das geht gerade noch so, aber alles, was über den dritten Stockwerk rausgeht, ist zu gefährlich für mich, also da kriege ich Wackelpudding in die Knie. Jetzt habe ich natürlich so ein kleines Problem, wie machen wir das dann morgen mit dem Hubschrauber? Also ich meine, sollen wir den Ersatzkandidaten anrufen? Oder ja, ich fange morgen um 6 an mit Reisetabletten und Schlaftabletten einzunehmen und hoffe auf Nebel, dass er nicht starten kann, also das werde ich dann schon irgendwie hinkriegen. Jetzt ist es sowieso zu spät, denn wir haben da drüben die Jakobs-Sisters platziert. Aber wie hätte sie denn aussehen sollen, die Traumfrau? Ja, ähnlich wie die Jakobs-Sisters. Vielleicht so ein Pudel unterm Arm, bisschen klein und ersetzt, vielleicht kurzer Rock, dass man auch die Waden schön sieht. Also so eine Frau für meine Seite. Okay, danke schön. Ich bitte dich um deine Fragen. Seit ich weiß, dass ich bei Herzblatt mitmache, trage ich orthopädische Einlagen, um einen extrem erotischen Gang zu bekommen, schnüre mich in ein Korsett, um eine gute Figur abzugeben und habe sogar eine Farblichttherapie gemacht, um auch ja gut drauf zu sein. Kandidatin 1, was hast du unternommen, um bei Herzblatt besonders gut rüberzukommen? Du, daran kann ich mich gar nicht mehr genau erinnern. Bei der Operation hatte ich nämlich eine Vollnarkose. Und Kandidatin 2, wie sieht dein persönliches Trainingsprogramm für den heutigen Abend aus? Ich habe gestern extra noch einen Triathlon gemacht. Viel gesoffen, viel geraucht und wenig geschlafen. Und jetzt Kandidatin 3, was hast du meiner Farblichttherapie, den orthopädischen Einlagen und meinem Korsett entgegenzusetzen? Ich habe mich vor der Sendung noch mal ordentlich auspeitschen lassen. Du weißt ja, Streifen machen schlank. Kandidatin 2, stell dir vor, du bist Vertreterin und klingelst an meiner Tür. Als ich dir die Tür aufmache, legst du los und möchtest mir etwas verkaufen. Was wohl? Was total nutzlos ist. Meine Unschuld, die konnte ich noch nie gebrauchen. Und Kandidatin 3, welches Produkt möchtest du mir unterjubeln? Ich drehe dir meinen 2-stündigen Schnellkochkurs an. Gekocht habe ich nichts, aber schau, wie ich da lieg. Und Kandidatin 1, was hast du, wo ich nicht Nein sagen kann? Tja, das ist jetzt ein bisschen schwierig. Aber das eine kann ich dir sagen, es hat 9 Monate Lieferzeit. Als ich heute im Zug nach München saß, sagte eine ältere Dame zu mir, junger Mann, eines sollten Sie sich merken, die Inklination eines Subriors oft so manieriert die Lumineszenz einer Rektifikation. Kandidatin 3, was wollte mir diese Frau wohl damit sagen? Ist doch sonnenklar, sie wollte damit sagen, dass sich an ihrer psychophysischen Konstitution eine Dominanz positiven Aspekts deines Individuums manifestierte. Noch Fragen, Kienzle? Und Kandidatin 1, bist du jetzt schlauer? Aber ist doch völlig egal, oder, ob ich schlauer bin oder nicht. Seit wann stehen Männer denn auf schlaue Frauen? Und Kandidatin 2. Die Inklination eines Subriors oft so manieriert wie die Lumineszenz einer Rektifikation. Geht das nicht ein bisschen zu weit? Wieso? Die alte Dame wollte doch nur ganz freundlich wissen, ob du zu deinem Korsett auch Stützstrümpfe trägst.
Ja, Kai. Du stehst jetzt vielleicht vor der wichtigsten Entscheidung in deinem Leben, aber damit du keinen Fehler begehst, bitte ich Susi noch mal, unsere drei Kandidatinnen ganz genau unter die Lupe zu nehmen. So, lieber Kai, wer soll nun dein Herzblatt sein? Kandidatin 1, die Frau ohne Erinnerung, die dir unter Vollnarkose erklärt, dass schlaue Frauen 9 Monate Lieferzeit haben? Oder Kandidatin 2, die freundliche Triathletin, die sogar ihre Unschuld verkaufen würde, wenn du zu deinem Korsett auch noch Stützstrümpfe trägst? Oder Kandidatin 3 mit den individuellen Streifen, die dich schnell noch 2 Stunden auspeitschen lässt, wenn du dominant zu ihr bist? Tja, lieber Kai, jetzt musst du dich entscheiden. Du hast gehört, du musst dich entscheiden, wer bekommt die rote Herzblattrose? Ich nehme die Peitschenfrau, Kandidatin Nummer 3. Kandidatin 3! Da kommt jetzt Jennifer aus Köln zu uns. Mariana aus Baden. Kai, vielleicht mal ein paar letzte Worte. Hm? Von mir an dich? Ich würde sagen, du bist sprachlos. Eben. Ich glaube, du hast recht. Ich glaube, du hast recht. Vor die Wand. Hier ist dein Herzblatt. Das ist Annika aus Marburg. Ja. Schöne Frau, nicht? Ihr dürft verreisen mit unserem Herzblatt-Hubschrauber. Und wer möchte entscheiden, wo die Reise hingehen soll? Ich. Sie weiß, was sie will. Vielen Dank. Ja. Ihr fliegt mit dem Herzblatt-Hubschrauber nach Enderndorf im fränkischen Seenland. Euer Tag ist im wahrsten Sinne des Wortes filmreif. Zuerst fahrt ihr mit dem Mountainbike auf einen Berg, der ruft, und esst auf dem Gipfel zur Stärkung ein Goldenei, denn es muss ja nicht immer Kaviar sein. Dann reitet ihr so lange auf 2 Black Beauties, bis die Pferde euch was flüstern. Und bei einer Katamaranfahrt mit der Titanic hängt ihr euch schließlich so lange ins Trapez, bis euch der weiße Hai in den Hintern beißt. Wow. Großartig, würde ich sagen. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Danke, dass ihr da wart. Letzte Woche haben Sie an dieser Stelle auch noch Annika und Alex. Und wie immer schauten auch die beiden zunächst unserem Amodeo ganz tief in die Augen. Hier ist dein Herzblatt. Und auch Sie sind nochmal zu uns gekommen. Hier sind Annika und Alex. Annika aus Bolanden, eine Verwaltungsfachangestellte. Und Alex aus Berlin, du bist eine Art Callboy der Immobilienbranche. Du arbeitest in einem Callcenter, ist das richtig? Ist richtig. Wo seid ihr gewesen? Wir waren in Bad Griesbach. Mhm. Und es war ganz toll, also fabelhafter Tag. Bevor wir gleich sehen, dass die beiden dort erstmal tierisch in die Luft gegangen sind, schickt sie unser Amodeo und die verdiente Werbepause. Kleiner Ernährungstipp. Scharfe Pizza macht Männer spitzer. Bis gleich. Gleich geht's weiter mit Herzblatt, präsentiert von Yes. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Herzblatt. Bei mir auf dem Herzblatt-Kuschelsofa fühlen sich inzwischen Annika und Alex wie zu Hause. Und ihr zwei wart gemeinsam in Bad Griesbach. Und ihr seid dort erstmal tierisch auf einen Ballon abgefahren. Das ist jeder Lumpenhund. Auf das ist jeder Lumpenhund. Mit denen die Erde so reichlich gesegnet. Mit denen die Erde so reichlich gesegnet. Uns fröhlichen Luftfahrern da oben begegnet. Prost. Damit wir nicht abstürzen. Damit wir nicht abstürzen. Hey!
vorne. Nee, ich geh da nicht frei. Wollt ihr mich abschieben? Nein, im Gegenteil. Männer sind dann doch die besseren Menschen. Aha. Weil ich gewonnen habe? Ja. Beim Ballonfahren gibt es da ja so einen Brauch. Hat man euch da auch die Haare angezündet bei der Taufe? Ja, man sieht's doch. Also, er hat ziemlich gelitten drunter. Aber ich glaube, wenn sie nicht weggebrannt wären, hätte ich sie mir wahrscheinlich einzeln ausgerissen. Echt? Warum? Wirst du im Interview hören? Ob Alex auch bei Annika landen konnte, das sehen wir jetzt, denn wir haben auch die beiden nach ihrer Rückkehr getrennt voneinander befragt. Ich bin noch nie Heißluftballon geflogen oder gefahren. Man sagt ja gefahren beim Heißluftballon. Sonst bist du gleich, musst du gleich eine Flasche Sekt ausgeben, wenn du dann sagst, du fliegst Ballon. Bei 2500 Meter Höhe ein Champagnerfrühstück gereicht zu bekommen mit deinem Herzbad zusammen, das war schon richtig, richtig abgefahren. Dann haben wir ein Milchbad genommen. Jetzt weiß ich auf alle Fälle, wie sich Tutanchamun gefühlt hat. Man kommt sich vor wie eine Mumie und wird dann in einem Wasserbad versenkt. Das war total entspannend und ich denke mal, für die Haut war es auch ganz nett. Äußerlich beschreiben würde ich ihn, ja, nimm mal allzu viel Haare, dann, ja, also er ist ja auch so der südländischere Typ mehr. Ich finde attraktiv, schön an ihr, also einfach ihr Aussehen allgemein, ihre Figur, ihr niedliches Gesicht. Ich denke auch, dass ich schwierig bin, auf jeden Fall. Und es ist bestimmt auch nicht einfach mit mir. Sie ist vom Typ her, das habe ich später festgestellt, zurückhaltend, abwartend, ja. Aber sie ist keinesfalls schüchtern. Er ist kompliziert und zwar, er analysiert alles. Ich wollte halt wissen, woran ich bin. Warum, wieso, weshalb? Also das ist so, ich glaube, das ist so seine Lieblingsstandardfrage. Warum? Wir haben halt hier nur 48 Stunden Zeit, uns einigermaßen kennenzulernen. Die einzige Gemeinsamkeit, haben wir festgestellt, ist, dass unsere Uhr Kratzer haben. Ich habe sogar noch eine zweite Gemeinsamkeit gefunden. Wir haben nicht nur eine, wir haben sogar zwei. Wir haben so einen ganz süßen, leichten Knick im Ohr. Er könnte unheimlich gut Therapeut werden oder so irgendwas. Ihr zwei habt das ja schon angesprochen, wenn man Ballon fliegen sagt, anstatt Ballon fahren, muss man irgendwie Sekt ausgeben. Hat jemand von euch zahlen müssen? Nein, wir waren beide, glaube ich, so intelligent, dass wir nicht zahlen mussten, aber naja. Du wolltest wissen, woran du bei ihr bist. Das setzt ein gewisses Interesse voraus. Ja, schau sie dir an. Das ist wirklich eine ganz interessante Frau. Mhm. Und naja, Wissen ist Macht. Und gehst du vielleicht mal zu ihm in Therapie? Tja, also mal schauen, wenn er eine so schöne Couch hat wie hier. Ah. Komm, schau doch mal vorbei. Gut, bei euch beiden war es vielleicht nicht die Liebe auf den ersten Blick, aber wir haben uns trotzdem erlaubt, einmal für euch in die Sterne zu schauen. Und zwar in unser Herzblatt-Horoskop. Das lese ich euch jetzt mal vor. Alexander, für dich. Alexander sucht in einer Beziehung vor allem Sicherheit und legt Wert auf klare Verhältnisse bezüglich der gegenseitigen Nähe. Und für dich, Annika? Annika ist kein Freund überstürzter Abenteuer, sondern fragt sich stets nach Sinn und Nutzen, bevor sie eine nähere Bekanntschaft eingeht. Ist das richtig? Ja. Da gehen noch ein paar andere Tipps drin, das könnt ihr euch mit nach Hause nehmen. Wir bekommen noch ein Andenken von mir, und zwar unsere neue Herzblatt-CD. Da sind so tolle Künstler drauf wie Backstreet Boys, Culture Beat. Und das Besondere daran ist, wenn er die dann ins Gefrierfach legt, gibt es dann hinterher noch einen schönen Ramazzotti auf Eis. Dankeschön, dass ihr da wart. Auf geht's in die zweite Runde. Wir sagen Servus zu Lars, Jörg und Robby. Wenn du dich bitte vorstellst. Ja, ich bin der Lars, ich komme aus Göppingen, bin Versicherungsangestellter und 20 Jahre alt. Aber wie alt bist du? Bei uns in der Region, so in Stuttgart, sagt man seit Neuestem, sagt man 20 A, B, C, D, E, F, G, H, I. Wie alt bin ich jetzt? Ich würde sagen 29. Ja. Ja. Dankeschön. Lars, wie finanzierst du dich, wie jonglierst du dich finanziell durchs Leben? Also während der Schule und Studium habe ich eigentlich so gut wie alles gemacht, außer Essen auf Rädern. Ich habe in einer Spritzgießerei gearbeitet,
in der Chemiefabrik und habe sogar 2 Monate als Bierführer gearbeitet. Da habe ich sogar richtige Muckis gekriegt. Bierführer, was ist das genau? Ja, man führt halt so Bier aus, ne? In die Kneipen und trägt es dann runter. Und ich habe dann am Schluss echt 250 Kilo Fässer tragen können. Die könnte ich heute mit Sicherheit nicht mehr tragen. Wie entspannst du dich dann am liebsten? Also ich gehe seit 15 Jahren mit meinem Nachbar spazieren. Ja, also wirklich so gut wie jeden Tag. Er ist so alt wie ich und wir reden eigentlich nur über das Wesentliche im Leben. Und zwar über Politik und Sport. Und es ist kein Scherz, wir haben eigentlich noch nie über das Thema Frauen geredet. Das ist ungewöhnlich. Politik, ist das auch so ein Thema für dich? Ja, ich war schon ziemlich früh politisch aktiv. Also mit 14 bin ich in eine Partei eingetreten, in die Jugendorganisation einer Partei, die halt nicht mehr in der Regierung ist. Aber vor 6 Jahren habe ich dann eine radikale Schwenk gemacht und wäre seitdem grün. Es gibt aber noch eine andere Sache, auf die du gar nicht verzichten kannst. Nee, also auf Lindenstraße könnte ich gar nicht verzichten. Also mein ganzes Wochenende dreht sich eigentlich um diesen Termin 18.40 Uhr rum. Und mein allergrößter Traum wäre, wenn ich mal eine Statistenrolle in die Lindenstraßen kriegen könnte. Ich würde gerne mal im Akropolis an der Bar sitzen und ein Bier trinken und nur im Hintergrund zu sehen sein. Das wäre das allergrößte. Wie wäre es mit dem Liebhaber von Mutter Beimer? Ich meine, sie hat ja jetzt praktisch die zweite Beziehung leider beendet. Und ich meine, für das würde ich alles machen. Ja, mit Mutter Beimer. Da sind wir auch gleich beim wichtigsten Thema hier bei Herzblatt, beim Thema Frauen. Ist das auch so ein Thema für dich? Ja, es ist schwierig mit mir und den Frauen. Also in der Regel verliebe ich mich eigentlich immer in meine Freundinnen erst dann, wenn sie mit mir Schluss gemacht haben. Und man kann praktisch sagen, ich bin von den Frauen im Laufe meines Lebens richtig mürbe geklopft worden. Oh, gut, aber heute hast du die einmalige Gelegenheit. Wie soll sie denn nun aussehen, die Traumfrau? Ja, ich suche so eine kleine, süße, putzige, die aber dennoch in der Lage ist, mir ab und zu mal so richtig in den Arsch zu treten. Ah, Dankeschön. Okay, stell du dich bitte vor. Ja, hallo, ich bin der Jörg. Ich komme aus Lübeck und habe gerade mein Studium zum Grund- und Hauptschullehrer mit den Fächern Deutsch, Englisch und Geschichte beendet und warte jetzt auf dem Referendariatsplatz. Und hast du schon mal irgendwie einen Schuleinsatz gehabt? Ja, ich hatte schon einen 6-wöchigen Schwangerschaftsvertretungseinsatz gehabt und es war recht spaßig. Wie alt sind da so die Schüler oder besonders die Schülerinnen? Oh, von 6 bis 18 so. Ich könnte mir vorstellen, so als junger Lehrer steht man doch ganz hoch in der Gunst der Mädels. Wie ist das bei dir? Ja, 2. Tag, Englisch. Ein Mädel, 1. Reihe, passt nie auf, ist nur flippig. Und ich dann so, könntest du bitte einmal ruhig sein? Und sie so, Herr Haltermann, das geht nicht. Wieso? Ich bin sexuell so erregt. Naja, habe ich dann noch überhört. Aber als sie dann auf dem Schulhof mir hinterherpfiff und schrie, Herr Haltermann, Sie haben einen geilen Hintern, da musste ich sie dann doch zum Direktor schicken. Wie verbringst du am liebsten deinen Urlaub hier? Ja, mein Urlaub. Ich fahre gerne mit Freunden in Urlaub, ohne Frauen. Haben Spaß, fahren gerne auf Campingplätze nach Frankreich. Dauert leider nicht lange, weil wir haben es noch nie geschafft, nicht runterzufliegen vom Campingplatz. Dann wollten wir schon mal nach Ungarn mit 10 Leuten, sind dann aber in Florida irgendwie gelandet. Wie, wissen wir auch noch nicht so ganz. Und ja, nach Dänemark fahre ich gern. Aber du bist nur mit deinen Kumpels unterwegs, aber so ein Urlaub so ganz ohne Frauen, das kann doch nicht. Das kann Nein, doch toll nicht, sein. Nicht ganz ohne Frauen. Also wir saßen mal an der Golden Gate Bridge, haben abends ein Bierchen getrunken, natürlich in der Tüte, ist in Amerika ja verboten, so mit der richtigen Flasche. Und dann kamen 2 Mädels vorbei und wollten mir gerade so unsere Sprüche ablassen, was man halt so macht. Und dann meinte mein Kumpel so, ja Jörg, lass mal, vielleicht verstehen die ja Deutsch. Und es war auch gut so, denn die Mädels kamen auf uns zu und meinten so, könnt ihr mal ein Foto von uns machen? Und wir so, ups, die können ja Deutsch. Und dann, wo kommt ihr denn her? Ja, Lübeck. Wir auch. Deine Traumfrau, wie soll sie denn nun aussehen? Ja, halt nordisch, also Norwegerin, Schwedin. Die haben eine nette Art und sehen alle hübsch aus, finde ich. Okay, schauen wir mal. Dankeschön. Stell du dich bitte vor. Hallo, ich bin der Robby aus Augsburg und ich bin Verkaufsleiter bei einer Firma, die Rucksäcke machen. Du selbst bist aber auch ab und zu mit Rucksäcken unterwegs? Ja, klar. Also so raus in die Wildnis, ab in the Prairie. So Südeuropa, Spanien, Portugal, die Ecke hat mich da gefangen genommen. Und wenn man dann in Gibraltar steht und freier Blick nach Afrika, muss man unbedingt drüber. Und so landet man dann zum Beispiel in Marokko. Man kann also sagen, du bist ein Sohn der Wüste. Ja, also ein paar sagen immer scherzhaft zu mir, Lawrence von Arabien, vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber
ich sag, die Wüste, die hat total seine Reize. Zum einen totale Stille, also eigentlich der genaue Gegenpunkt zu dem, wie es bei uns im Alltag ist. Und dann die Temperaturunterschiede. Tagsüber ist es wirklich so heiß. Ausprobiert, Spiegelei vorne auf dem Kühlergrill vom Auto gemacht. Nachts brauchst du dann eine warme Jacke, damit ich dementsprechend einmummeln kannst. Und dann, was total cool kommt, Auto hinstellen, aufklappen, Skistiefel raus, Ski raus. Skistiefel? Dünnen Skifahren. Aha. Total genial. Und gibt es da auch so Après-Ski in der Sahara? Après-Ski kann ich empfehlen. Also man nimmt dann eine Wasserpfeife, nimmt dann so ein Whisky Marocain, das ist ein schwarzer Tee mit Pfefferminz. Und dann vielleicht noch eine Blumenkohlsuppe mit ein bisschen Hasch und dann dreht sich die Welt um dich. Robby, der Sandmann. Aber dieses Wüstenskifahren ist nicht dein einziges ausgefallenes Hobby. Mich zieht es zum Fisch hin, sei es also in kulinarischer Hinsicht, als auch dann zum Züchten. Und da habe ich die Leidenschaft entwickelt, über viele, viele Jahre jetzt schon sogenannte Killifische zu züchten. Das sind kleine tropische Zierfische, die aus kleinen Bächen kommen. Die werden im holländischen Kill genannt und die sind wahnsinnig schön und bunt. Leider nur die Männchen, also ist ähnlich wie bei uns Menschen. Die Weibchen sind ganz grau und deswegen müssen sich auch bei den Menschen die Frauen schminken. Wie viele Aquarien hast du da? Also wenn ich jetzt 5 sagen würde, würden alle sagen, oh, wahnsinnig viel, aber es ist ein bisschen mehr. Also es sind sage und schreibe bestimmt 40 Stück bei mir zu Hause. Hast du ein extra Zimmer dafür? Ja, ich habe ein Zimmer auf einer Seite, so die kleinen Zuchtbecken und auf der anderen die größeren Becken, so 80, 90 Liter. Wenn du, wenn du Hunger auf Fisch hast, dann gehst du einfach ins Zimmer, was denn dann ein Zuchtzimmer, wirfst die Angel aus und holst den Fisch raus. Richtig, genau. Also ich bin schon stundenweise davor gesessen, habe geangelt, habe aber leider nie was erwischt, die waren zu klein zum Beißen. Und die großen hat man dann ins Herz geschlossen und die kleinen von der Fischsuppe gibt nicht viel her. Aber Fisch essen, phänomenal. Die Traumfrau, wie soll sie gar nicht sein? Wie soll sie gar nicht sein? Ich sage Abstriche, ein bisschen sportlich sollte sie sein, so das ist die Richtung. Und wo ich eine totale Schwäche habe, ist für grüne Augen. Letztens passiert wieder in der Straßenbahn, ich stand so langweilig in der Gegend rum und sah dann eine rot-blond, die hat klatschgrüne Augen gehabt. Ich bin echt so einmal an der Halteschlaufe gehangen, also Glück gehabt, du hast überlebt. Dass ich nicht umgekippt bin. Ja, richtig. Dankeschön. Drei gestandene Männer mit 90 Jahren Lebenserfahrung. Ich bitte um die Wand. Und freuen Sie sich jetzt mit mir gemeinsam auf eine Frau, die auch mal ganz schön Theater macht. Hier ist Ellen aus Magdeburg. Ellen, was machst du beruflich? Das ist schwer. Berufe hatte ich schon viele und habe ich auch immer noch. Also ich habe schon die unterschiedlichsten Sachen gemacht, von Wildplakaten kleben mitten in der Nacht. Ich habe gekellnert, ich habe im Hotel gearbeitet an der Rezeption, ich habe Seminare betreut, ich habe im Theater gearbeitet, richtige Handwerksjob mit Fotolabor, mit Ausstellungen hängen und so weiter. Zurzeit bin ich gerade in der Bank beschäftigt noch und ich habe auch schon unheimlich viele Promotion-Jobs gemacht und das Verrückteste dabei war, glaube ich mal, dass ich Zahnbürstenköpfe graviert habe. Aber eigentlich bin ich Studentin. Ja, das ist ja wahnsinnig viel. Sag mal, war eigentlich schon der Traumjob dabei? Nein, dafür weiß ich jetzt, was ich alles nicht machen möchte. Das weiß ich schon. Wir können aber froh sein, dass du heute Abend, sagen wir, lebend unter uns bist. Ja, das ist richtig. Ich hatte so mal so eine Sturm- und Drangphase in meiner Jugend. Da habe ich rumexperimentiert. Unter anderem habe ich gedacht, ich könnte mal mit einem Quecksilberthermometer die Temperatur vom Tee messen. Heißen Tee, gerade frisch aufgebrüht. Und da ist das Thermometer geplatzt und ich habe gedacht, oh Gott, das gibt Ärger mit deinen Eltern. Und habe also den Tee dann getrunken. Na, ja. Und was hat dich gerettet? Ich habe damals immer sehr viel Zucker in den Tee getan, das machte meine Mutter auch, aber ich habe nie richtig umgerührt. Und dann lag praktisch auf dem Quecksilber, das übrigens zu Kugeln geworden ist, merkt ihr das? Bei heißer Temperatur wird das zu Kugeln. Das lag dann also unten und darüber der Zucker und ja, dadurch ist nichts passiert. Können wir froh sein. Können wir sehr froh sein, ja. Ellen, was hältst du eigentlich von Haustieren? Oh, Haustiere sind gut. Also wenn sie sich ein bisschen bewegen und ein bisschen Theater machen, also keine Schildkröte, aber zum Beispiel eine Katze, so wie ich eine habe. Wie heißt sie? Katze oder Miezi oder blöde Kuh, je nachdem, was sie macht. Ellen, wie bist du eigentlich zu Herzblatt gekommen? Ja, ist etwas ungewöhnlich. Ich hatte also eine, dachte ich, glückliche Beziehung. Morgens im Bad hörte ich so im Radio, es ist ein Casting in Magdeburg. Und ich denke, auch schön, brauchst du ja nicht, hast ja einen Freund.
Das änderte sich schlagartig am Mittag dieses Tages und am Abend saß ich bei meiner Freundin total verheult. Da fiel mir das ein und ich dachte, ach, ruf's mal an bei dieser Kneipe, wo das sein soll und fragst, wann das ist. Und die sagten, nu, das fängt in einer Viertelstunde an. Und ich dachte, oh, komm ich schnell hin? Ja, und jetzt bin ich hier. Hat funktioniert. Der Traum, wie soll er denn nun aussehen? Groß, stark, vielleicht grüne oder blaue Augen. Kurze Haare würde ich gut finden, muskulöser Körper und natürlich witzig, intelligent, humorvoll, all diese Sachen. Das haben wir noch nie gehört. Nee. Nee. Dankeschön. Ich bitte dich um deine Fragen. Ich habe schon ein ziemlich hartes Schicksal. Ich bin zwar schon 29 Jahre alt, werde aber meistens für jünger gehalten. Kandidat 1, was wird an dir am häufigsten unterschätzt? Ich kenne das Problem. Ich habe auch was 29 ist und das wird in der Regel auch immer unterschätzt. Und Kandidat 2, was ist dein hartes Schicksal? Tja, mein Schicksal ist auch hart, aber leider nur manchmal. Und jetzt Kandidat 3. Wo siehst du jünger aus, als du in Wahrheit bist? Also ich glaube, mein Arsch, aber den sehe ich leider so selten. Ich bin überhaupt nicht autoritätsgläubig, lasse mich aber gern durch gute Argumente überzeugen. Kandidat 2. Wenn Kandidat 3 dein bester Freund wäre, wie würdest du mich davon überzeugen, dass er genau der Richtige für mich ist? Sorry, aber Kandidat 3 kann nicht mein bester Freund sein. Denn ich stehe total auf Kandidat 1. Und Kandidat 3, wie machst du mir Kandidat 1 so richtig schmackhaft? Indem ich ihm ein bisschen Salz in seine Wunden streue. Und jetzt Kandidat 1. Gibt es Gründe, warum ausgerechnet Kandidat 2 der Richtige für mich sein könnte? Nö, stell die nächste Frage bitte. Ich bin ein Kind des Ostens. Kandidat 3. Als du mich das erste Mal besuchst, stellst du fest, dass in meiner Wohnung überall Ostreliquien hängen. Und zu allem Überfluss gestehe ich dir dann auch noch, dass ich nichts erotischer finde, als im Bett mein blaues FDJ-Hemd zu tragen. Wie reagierst du? Lass uns doch einen Kompromiss eingehen. Du schmeißt dein Honecker-Bild über die Mauer, ich verbrenne mein Modern Talking-Poster und dann machen wir Video- und Wiedervereinigung. Und Kandidat 1, kannst du mit meiner Vorstellung von Erotik etwas anfangen? Das mit deinem FDJ-Hemd geht schon okay, wenn du nichts dagegen hast, dass dir jemand aus dem Wilden Westen dann einen Sattel drüber wirft. Und jetzt Kandidat 2. Ich trage im Bett am liebsten mein FDJ-Hemd. Was lässt du an deiner Haut? Du, ich bin da ganz tolerant. Ich habe zum Beispiel mein bestes Stück Gregor Gysi genannt. Und wenn du willst, können wir heute Abend mal Kleiner Mann ganz groß spielen. Du hast ja hoffentlich ein Bild von den drei Jungs machen können, damit du auch noch den richtigen Rahmen dazu auswählst. Triff Susi jetzt nochmal den Nagel auf den Kopf. So, liebe Ellen, wer soll nun dein Herzblatt sein? Kandidat 1, der schmackhafte Mann aus dem Wilden Westen, der immer unterschätzt wird, weil er dir Salz auf deinen Sattel streut? Oder Kandidat 2, der tolerante Gregor Gysi mit dem harten Schicksal, dessen kleiner Mann zwar getauft ist, aber leider nur manchmal ganz groß wird? Oder Kandidat 3, der kompromissbereite Mann mit einem Honecker-Bild am Arsch, der sich liebend gern einmal mit dir auf der Mauer wiedervereinigen würde? Tja, liebe Ellen, jetzt musst du dich entscheiden. Ja, Ellen, ich bin gespannt, welchem unserer drei Kandidaten wirst du in Zukunft vielleicht mal Magdeburg zeigen?
Das ist ganz einfach, das ist Kandidat 2. Kandidat 2! Dann kommt jetzt Lars aus Göppingen zu uns. Bye, bye, love. Bye, bye, happiness. Hello. Ja, Ellen, jetzt wird sich der Ex-Freund ärgern, hm? Ja, das will ich doch mal hoffen. Bitteschön. Hier ist dein Herzblatt! Das ist Jörg aus Lübeck. Und ihr beide hebt euch in die hohen Lüfte. Wer möchte entscheiden? Die Dame natürlich. Wo es hingehen soll? Ja, ich nehme ihn. Dankeschön. So. Ihr fliegt mit dem Herzblatt-Hubschrauber nach Afiesel im österreichischen Mühlviertel. Ihr fahrt mit einem Oldtimer durch die Gegend, trefft den Oberförster zu einem heiteren Halali und pflanzt einen sündigen Apfelbaum. Danach steht der Tag unter dem Motto Hoi, Hoi, Hoi in Afiesel. Auf einem Bauernhof macht ihr im Stall einen Wettbewerb im Heuhüpfen, trinkt einen köstlichen Heurigen und tanzt eng umschlungen einen Heuschober, bis der erste von euch Heuschnupfen bekommt. Und sollte plötzlich der Bauer mit einer großen Heugabel in der Tür stehen, habt keine Angst, er will euch bestimmt nur ein bisschen heuschrecken. Seid vorsichtig, bis nächste Woche. Das war's auch schon wieder. Eine weitere Sendung von Herzblatt geht langsam, aber sicher dem Ende zu. Aber keine Angst, auch nächste Woche gibt es wieder jede Menge Fun und Flirt und Flirt und Fun. Bis dahin eine schöne Zeit, guten Abend, tschüss und Servus. Herzblatt wurde Ihnen präsentiert von Yes.